Liebe Weimarerinnen und Weimarer, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Fragestunde bzw. zu den Antworten auf Ihre Fragen. Vor einigen Tagen haben wir, ich sag mal, die ersten Antworten auf die Fragen gesendet und da wir so viele Fragen bekommen haben, haben wir das Ganze in zwei Teile gestückelt. Deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil. Wir fangen mal an mit einem ganz anderen Thema, mit einem Thema, was uns alle betrifft, weil wir wirklich davon abhängig sind, und zwar geht es nämlich um das Ehrenamt. Es wird gefragt, welche Maßnahmen geplant sind, um ehrenamtliche Initiativen in Weimar generell zu stärken. Das ist ein wichtiger Themenkomplex, auf den ich ganz spontan darauf antworte, wir müssen es irgendwie schaffen, dass das, was in der Stadt an Ehrenamt da ist und auch das, was die Stadtverwaltung auch unterstützt, dass dieses Niveau mindestens gehalten wird und auszubauen ist. Ich versuche das mal an ein paar Beispielen zu beschreiben. Wir haben durch die als Stadt Weimar fördern wir Vereine und verschiedenste Ehrenamtsveranstaltungen, also diese fördern wir. Wir haben beispielsweise die Sportvereine zahlen keine beziehungsweise nur ganz geringe Hallen, ich sage es mal, mieten. Dann haben wir Vereine oder unterstützen wir Vereine, die sich um Partnerstädte kümmern. Wir haben letztlich Ehrungsveranstaltungen für das Ehrenamt und vor allen Dingen auch für die Feuerwehr, wo auch ein Großteil des Ehrenamtes quasi geleistet wird. Dann gibt es Auszeichnungsmöglichkeiten, also das die sogenannten Ehrenamtskarts, die die Stadt Weimar verleiht. Dann gibt es Ehrennadeln, die als Auszeichnung gelten. Also es gibt durchaus eine Menge Veranstaltungen, die dieses Ehrenamt mal in den Fokus rücken und wo wir auch insgesamt als Gesellschaft dankbar sind. Dann gibt es die Unterstützung auch der Stadt Weimar, die in Richtung Ehrenamtsagentur geht oder auch in Richtung Bürgerstiftung. Und vielleicht noch ein Hinweis, wir als Stadtverwaltung arbeiten gerade dran, auch unsere Homepage so umzugestalten, dass wir eben eine Seite haben, die sich mit dem Ehrenamt befasst, wo eben auch mal gezeigt wird, wo es einen Wegweiser gibt, eine Lotsenfunktion. Das ist gerade in Arbeit, insofern, weil wir wissen, dort ist einfach ein Wissensbedarf da. Insgesamt muss man sagen, dass die Mittel, auch die Stadt Weimar hat, dafür begrenzt sind und wir werden aber auch in zukünftigen Haushaltsjahren hier, soweit es eben irgendwie möglich ist, hier keine Kürzung vornehmen, sondern dass wir dieses Niveau halten. Jetzt vielleicht noch ein Blick in Richtung Land, weil dort ja auch gerade, ich glaube, das gibt ja das sogenannte Ehrenamtsgesetz, was vom Land, ich weiß gar nicht, ob es schon verabschiedet worden ist oder ob das eine Gesetzesinitiative ist, aber das ist ja auch nochmal, wo auch Ehrenamt nochmal teilweise mitfinanziert wird, teilweise auch gefördert wird. Und das sind so Dinge, die man dann doch im Schulterschluss machen kann, um das Ehrenamt entsprechend zu würdigen. Weil ohne dem würde die Gesellschaft, so wie sie hier funktioniert, eben nicht laufen. Und deswegen ist es auch im Interesse der Stadt Weimar, dass das Ehrenamt weiter gestärkt und unterstützt wird. Ich hoffe mal, dass ich damit ein bisschen Ihre Frage beantworten konnte. Wir bleiben mal im Bereich Sozialen. Eine weitere Frage betrifft, wie kam es zu der Entscheidung der sogenannten Sozialraumorientierung? Und bevor ich die Frage beantworte, versuche ich mal mit zwei, drei Worten zu erklären, was Sozialraumorientierung in der Stadt Weimar ist. Sozialraumorientierung heißt, wir haben die Stadt Weimar in drei Sozialräume eingeteilt, also in drei Bezirke. Und wir versuchen, die Hilfen, die dort nötig sind, auch in diesem Sozialraum zu geben. Also dass man Hilfen eben nicht woanders, dass man Menschen, die hier wohnen, hier leben, nicht woanders hinschickt, um dort Hilfen zu erlangen, sondern dass man versucht, wohnortnah, familiennah wie möglich das Ganze zu machen. Und die Idee, die haben wir uns nicht ausgedacht. Unsere Leiterin des Familienamtes hat in verschiedenen, ich sage es mal, Hospitationen Ideen mitgebracht. Sie waren vor allem in Rosenheim, wird dieses Konzept nach dem Professor Hinter angewandt und wir haben uns dort entsprechend auch beraten lassen. Und das hat so damals den Anschluss gegeben. Auch die Diskussion im Jugendhilfeausschuss war auch ganz wichtig. Da sind wir auch froh, dass der Jugendhilfeausschuss auch da immer an unserer Seite war, um mal quasi neue Ideen, ich sage es mal letztlich auch der Unterstützung zu finden oder neue Wege zu begehen. Und das Ganze ist dann gemündet. In 2020 gab es den Jugendhilfeausschuss, der dann beschlossen hat und auch der Stadtrat der Stadt Weimar, der letztlich beschlossen hat, dieses Konzept, dieses Fachkonzept hier in Weimar
anzuwenden. Und seitdem soll das oder wird das Konzept zum einen in dem Bereich Hilfen zur Erziehung als auch jetzt ausbauend auch bei der sogenannten Eingliederungshilfe angewandt. Und wir sind angewiesen auf eine breite Unterstützung, aber auch im Vorfeld eine breite Kommunikationsoffensive. Man hat quasi seitens der Stadtverwaltung Weimar mit Fraktionen, vor allem mit den ganzen freien Trägern letztlich auch zusammengesessen und das Ganze erklärt und versucht auch die positiven Seiten letztlich zu erklären und den Mut zu haben, mal diesen neuen Weg zu gehen. Und das wird jetzt in Weimar eben seit 2020 angewandt. Ich denke, aus unserer Sicht sehr, sehr erfolgreich, auch wenn man wieder sicherlich das ein oder andere noch nachjustieren muss. Und wir würden das eben auch gerne auf andere Hilfebereiche ausdehnen, weil unser Anspruch muss es sein, eben den Menschen, die hier wohnen, die hier leben, entsprechend die Hilfen hier vor Ort zu geben. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt und möchten das gerne weiter fortführen. So viel erstmal zur Beantwortung auf Ihre Frage. Jetzt kommen wir mal wieder zu einem weiteren oder einem anderen Thema, was sehr, sehr nicht nur spannend ist, was auch sehr kontrovers diskutiert wird. Und zwar ist es immer bei der Frage, die Frage wurde uns gestellt, wann wird mehr für Radfahrer in Weimar getan? Ich glaube, dass wir schon eine ganze Menge auch für den Radverkehr tun. Sicherlich, man kann mehr machen, aber unser Ziel ist es, ich sag mal, die vielen Verkehrsteilnehmer, die es gibt, ob das der Fußgänger ist, der Radfahrer, der Autofahrer oder der ÖPNV, ausgewogen und gleichmäßig zu bedienen oder zumindest die Interessen aller mit berücksichtigen zu wollen. Das ist manchmal so ein bisschen Quadratur des Kreises, aber es gibt aber Hilfsinstrumente, deren wir uns bedienen. Und ich fange mal an mit dem großen Schlagwort, das ist das Radverkehrskonzept 2030. Das war ja auch, ich sag mal, Stichwort Ratentscheid, also dieses Konglomerat, was letztlich sich daraus gebildet hat und vom Stadtrat beschlossen worden ist. Das ist für uns Handlungsmaxime. Das bildet eben die Grundlage für die Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs. Und wenn Sie da Informationen haben möchten, also Sie können das jederzeit auch auf der Website der Stadt Weimar nachvollziehen. Dort steht zumindest eben genau drin, welche Maßnahmen dort vorgesehen sind und in Zukunft umgesetzt werden. Wir werden diese Dinge umsetzen, allerdings ist es auch immer die Frage, wie viel Geld steht zur Verfügung und welche personellen Kapazitäten haben wir. Also ich glaube, es liegt in der Natur, dass man nicht alle Dinge auf einmal umsetzen kann. Entscheidend ist, dass sie nachvollziehen kann, dass wir Schritt für Schritt diese Maßnahmen, die dort in diesem Konzept festgelegt sind, auch umsetzen. Welche Maßnahmen sind denn jetzt erfolgt? Also vielleicht mal nur dafür. Also wir haben jetzt im letzten Jahr gab es ja den Neubau der Radwegeverbindung zwischen Gaberndorf und Weimar Nord. Wir haben zusätzliche Radabstellanlagen in der Stadt geschaffen. Das ist erstmal Sinn, also die sogenannten diese Anlehnbügel sind deutlich mehr geworden in den letzten Jahren. Wir haben auch und das ist momentan fast abgeschlossen. Wir haben weitere 12 Einbahnstraßen geprüft, ob wir sie für den Gegenverkehr oder den Radverkehr frei machen können. Und da wird und dieser Prozess wird Ende November abgeschlossen. Und auch da wird es wieder weitere Erleichterungen geben, wo auch Radfahrer entsprechend entgegen die Einbahnstraße fahren können. Was planen wir gerade oder was ist gerade in Arbeit? Wir haben in Arbeit ist diese größere Radabstellanlage am Hauptbahnhof. Das ist ein wichtiger, ich sage mal, Meilenstein. Wir haben die Sanierung oder den Bau des Radweges zwischen Obergrunstedt und Niedergrunstedt weiterhin in Planung. Dort haben wir auch die neuesten Informationen in der Einwohnerversammlung mitgegeben. Dort hängt es oftmals dann an der Verfügbarkeit der letzten Grundstücksmeter. Aber auch da sind wir, ich sage mal, ein gutes Stück vorangekommen. Und was Sie auch merken, dass wir die Oberflächen auch verbessern, Stichwort Untergraben, Gerberstraße, Graben. Auch dort haben wir in Zukunft vor, diese Oberflächen auch so zu verändern, dass man eben auch mit dem Rad dort einfach gefahrloser langfahren können. Und bei jeder großen Straßenmaßnahme, die wir momentan haben, also momentan, Sie merken selber, Ettersburger Straße,
Oder perspektivisch dann auch in der Rosenthalstraße oder dann auch weiter Humboldtstraße, wenn die dann angefasst wird. Dort wird der Radverkehr immer mit eingeordnet. Dort wird dem Radverkehr Platz eingeräumt. Und man muss immer sagen, auch zu Lasten eben der Fahrbahnbreiten, auch zu Lasten von einzelnen Stellplätzen. Und das meine ich auch am Anfang, dass man versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Verkehrsteilnehmern zu schaffen und eben nicht einseitig sowohl immer das Schwarz und Weiß machen. Und das versuchen wir als Stadtverwaltung schon eine ganze Weile. Und so wird das zumindest auch in Zukunft sein, dass wir eben diese Maßnahmen weitermachen und eben Stück für Stück auch dem Radverkehr den Platz einräumen. Insofern glaube ich, dass wir schon eine ganze Menge auch gemacht haben und auch weiterhin eine ganze Menge tun. Zwei weitere Fragen betreffen das Parken, zum einen in der Marcel-Pauch-Straße in Weimar Nord und zum anderen in der Berliner Straße in Weimar West. Dort wurde gefragt, ob es nicht möglich sei oder ob es zulässig ist, dass Kleintransporter dort mit auf diesen Parkflächen parken. Wir haben das Ganze prüfen lassen. Wir haben ganz bewusst uns entschieden, also man muss erstmal klar sagen, dass Parken auch dieser Kleintransporter ist auf diesen Plätzen erlaubt. Das ist erstmal eine wichtige Information. Natürlich könnte man ein Zusatzschild versehen, um das Parken dieser Kleintransporter dort zu verbieten. Allerdings sehen wir da die Gefahr, dass die an anderen Stellen letztlich dann parken oder parken müssen, weil es in der Regel sind das Menschen, die eben mit dem Transporter arbeiten, aber in Weimar West oder Weimar Nord wohnen, dass wir hier die Parkplätze oder die Transporter an anderen Stellen verlagern. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst dann entschieden, wir lassen es so, wie es ist, weil insgesamt sowohl in Weimar West als auch in Weimar Nord unterstellen wir, dass es, sagen wir, genügend Parkflächen gibt. Allerdings, und das, was wir eben nicht gewährleisten können, dass man, ich sag mal, innerhalb von einem Radius von 200 Meter von seiner Wohnung diesen Parkplatz findet. Insofern muss man dann möglicherweise doch den einen oder anderen Meter in Kauf nehmen. Aber das sehen wir quasi als nicht korrigierbar an, weil wir dort einfach nicht mehr Parkflächen zur Verfügung stellen können. Also Parken dieser kleinen Transporter ist erlaubt und auch mit den Konsequenzen, die Sie da letztlich spüren. Zumindest das ist erstmal die Antwort auf Ihre Fragen. So, jetzt kommen wir mal weg vom Straßenverkehr. Jetzt gehen wir mal in den Bereich der Energie. Es ist gefragt worden, wie sieht es mit der Herstellung von grünem Wasserstoff bei den Stadtwerken aus? Ich versuche mal die Frage in zwei Teile zu teilen. Zum einen die Stadtwerke. Die Stadtwerke haben, ich meine, 2023 schon mal untersucht, ob man einen sogenannten Elektrolyseur anschaffen kann, um quasi aus Sonnenenergie Wasserstoff herzustellen. Das hat man letztlich aus wirtschaftlichen Gründen abgewählt. Förderung gab es nicht, beziehungsweise das hätte sich nicht gerechnet. Zum einen und zum anderen hätte man die vorhandenen auch sag mal, erneuerbare Energie, die braucht man im Grunde aber auch für andere Dinge. Und da gäbe es zu viel Energieverluste, wenn man aus dieser Energie quasi Wasserstoff hergestellt hätte. Trotzdem ist es für die Stadtwerke ein wichtiges Thema, um beispielsweise bei der Dekarbonisierung der Fernwärme, ich sage es mal, Alternativen mit im Köcher zu haben. Also insofern ist das momentan nur erstmal aufgeschoben. Die Prüfungen finden weiterhin statt. Das ist das zum Thema Stadtwerke. Also das wird auch im Kontext der Wärmeplanung nochmal untersucht. Wir haben, das wissen Sie auch, mittlerweile 3 Wasserstoffbusse. Weitere 6 Wasserstoffbusse sind in der Beschaffung. Und für diese Busse kaufen wir Wasserstoff woanders ein. Auch da ist zumindest aktuell die Überlegung, ob man Flächen, die man hat, als Stadtwirtschaft hat, Stichwort Deponie Unverstedt, ob man dort über Solar- oder Photovoltaik entsprechend diesen Wasserstoff zumindest beispielsweise für diese Busse herstellen kann. Aber auch das kann man nur machen, wenn man dafür Fördermittel hat für diese ganzen Anlagen. Und die stehen momentan nicht zur Verfügung. Deswegen ist das weiterhin, ich sage mal, ein Ziel, ein wünschenswertes Ziel, aber momentan nicht umsetzbar. In dem ganzen Kontext gibt es ja auch die
ich sag's mal, die Tatsache, dass die ganzen Gasnetzbetreiber auch sich umstellen und es gibt Überlegungen auch, dass ich sag's mal, Wasserstofftrassen gebaut werden und dass, ich sag mal, zumindest in der Nähe von Weimar so eine Trasse vorbeigehen könnte, ich sag mal ganz bewusst könnte und sobald das der Fall ist, wäre auch logischerweise auch dafür Kapazitäten für Weimar da, um dann letztlich auch für die Stadtwerke oder letztlich auch für die Stadtwirtschaft entsprechend Wasserstoff bekommen zu können. Aber auch das sind noch Zukunftsvisionen, die letztlich eine Vielzahl von Investitionen erforderlich machen, für die es eben auch nur wieder Fördermittel braucht und die aktuell eben nicht vorhanden sind. Aber das sind die Ziele, die sowohl Stadtwerke als auch Stadtwirtschaft haben zum Thema grünen Wasserstoff. Also es ist auf der Agenda nur momentan nicht wirtschaftlich darstellbar. Aber die Betonung liegt auf momentan. Ich komme zumindest auf dem Zettel hier zur letzten Frage, die ich hier habe. Und zwar geht es um die Bushaltestelle am Lindenberg stadteinwärts. Gefragt ist, wann der zweite Halt stadteinwärts fertiggestellt wird. Ich fange mal mit der Baustelle an, die momentan in der Jenaer Straße läuft. Also dieser Bau der Haltestelle soll Mitte, Ende Oktober jetzt, also in diesem Jahr abgeschlossen sein, fertiggestellt sein. Dazu wird es noch eine Ampelanlage geben, die man entsprechend braucht. Und diese Inbetriebnahme der Ampel ist dann auch für den November jetzt auch in diesem Jahr vorgesehen. Insofern ist das, was wir schon über Jahre lang geplant haben, wird in diesem Jahr umgesetzt. Und insofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch die Haltestelle ist, die gemeint ist, denn eine weitere Haltestelle neben der jetzigen, die ist nicht geplant, aber ich gehe davon aus, dass das gemeint ist. Insofern haben Sie jetzt lange genug gewartet, in diesem Jahr wird es die Haltestelle geben, auch in Betrieb nehmen. Und das ist doch mal eine gute Nachricht und ein schöner Abschluss der September-Fragerunde der OB-Sprechstunde hier mit mir. In dem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf Ihre nächsten Fragen. Wir werden dieses Format fortsetzen. Ich werde auch noch andere Sprechformate anbieten. In dem Sinne sage ich aber jetzt auch erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, Ihr Peter Kleine.